Willkommen zurück bei Graveyard Keeper. Es ist Nacht. Das ist eigentlich sehr hervorragend. Unsere Emulsionen sind fertig, 10 Stück direkt. Und ich habe mal nachgeguckt, was Emulsion eigentlich bedeutet. Kommen wir gleich zu. Wir machen jetzt erstmal die Quest und dann erzähle ich was zu Emulsion. Bevor die Nacht vorbei ist, macht das vielleicht Sinn, wenn wir das eben erstmal machen. Blöd rumquatschen kann ich auch noch, wenn wir unten an dem Scherbentisch stehen und Scherben in Körperteile drücken. So, ich glaube von hier aus rechts, wenn ich mich nicht irre, da ist Kuhkaul. Und eigentlich wollen wir hierhin. Vergeltung! Gib ihm 5 Todesemulsionen. Oh. Codewort. Ich hab dir doch schon die Emulsion gegeben, verdammte Bürokraten. Vertreibung, Verhandlung, Vergeltung, Verbannung, verdammt, Freund, ich hab's vergessen. Es war natürlich Vergeltung, ich hab's ja gerade schon ihm entgegengebrüllt, aber er hat's leider nicht gehört. No. Schön, dass du einer von uns bist. Ich werde Milady informieren. No. Warte hier. No, vom Ich war mir sicher, dass du mich verrätst, aber du bist schlauer als erwartet. Oder feiger? Bin auf jeden Fall zufrieden. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu Loyalität und Unterwürfigkeit. Nimm deine Emulsion und halte dein Versprechen, aber glaube nicht, dass ich dir noch einmal helfe. Da irrst du dich. Vom Pfad, auf dem du dich befindest, gibt es keine Wiederkehr. Ein Schritt reicht schon. Glaube mir, ich weiß das besser als jeder andere. Ich will nur wissen, ob die Flüchtlinge in Sicherheit sind. Natürlich. Es sei denn, du verrätst irgendjemandem mehr, als sie wissen sollten. Sage Theodoro, dass sie in Sicherheit sind. Das können wir aber nicht nachts machen. Das ist natürlich traurig. Gut, sie hat ihre Emulsion. Alle werden sterben. Das ist doch ganz hervorragend. Eine Emulsion. Was haben wir an Scherben? Ein bisschen was, aber mehr als. Ja, wir kriegen nicht mal ein Set damit zusammen. Naja, wir kriegen damit fast ein Set zusammen. Was kommt da rein? Was mache ich jetzt mit denen? Kann ich die selber trinken? Hilft das irgendwie? Ich weiß ja nicht. Dann nehmen wir einfach hier wieder 10 von jedem mit. Dann sind da drüben wieder ein paar vorrätig. Haut. Eine Emulsion. Eine Emulsion ist eine Vermengung von Flüssigkeiten, die eigentlich nicht vermengt werden können. Wie zum Beispiel Öl und Wasser. Kennt ihr vielleicht? Öl sollte eigentlich oben schwimmen. Und dann gibt es dieses Phänomen, dass quasi kleine Tröpfchen bildet und dann doch irgendwie in der anderen Flüssigkeit drin schwimmt. Und das nennt man dann Emulsion. Dinge, die ich noch nie wissen wollte, die mich noch nie interessiert haben, aber plötzlich spielt man ein Spiel, stolpert über ein Wort. Ja, dann muss man wenigstens mal nachgucken, was das heißt, oder? Also, so sehe ich das zumindest. Es ist nicht schlimm, Dinge nicht zu wissen. Man kann auch absolut dazu stehen, Dinge nicht zu wissen. Aber wenn das die Motivation in einem weckt, sich Dinge näher anzugucken und zu lernen, dann ist das doch ein doppelter Gewinn. Ich will ja auch gar nicht so tun, als würde ich alles wissen. Was ich nicht weiß, kann ganze Bibliotheken füllen. Und das ist auch gut so. Stell mir vor, man wüsste alles. Das wäre ja grausam. Das Leben wäre total langweilig, wenn man nichts Neues mehr lernen könnte. Wie zum Beispiel, was eine Emulsion ist. So.
das Blut haben wir auch gleich, dann ist wieder Tag. Dann können wir mal bei den Flüchtlingen vorbeischneien und denen Bescheid sagen, dass sie jetzt endlich sicher sind, nachdem wir auch nur die Burgwachen zum Tode verurteilt haben und offenbar unsere Seele für weitere Aufgaben verkauft haben, die vielleicht im Rahmen eines anderen DLCs, naja, nach so viel Zeit wahrscheinlich nicht mehr, noch auf uns zurückfallen werden. Aber vielleicht kommt ja doch irgendwann nochmal ein Graveyard Keeper 2 oder so. Theodoro. Wo hängst du denn rum? Da. Habe ich gefunden? Bin ich sicher, ob ich da von unten dran komme? Sag ihm, dass die Flüchtlinge in Sicherheit sind. Ich habe alles getan, was ich konnte, Marquis. Deine Leute sollten jetzt außer Gefahr sein. Weder die Soldaten des Oberbefehlshabers noch die Inquisition wird euch von nun an stören. Ich wusste doch, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war, dir zu vertrauen. Schau dir all diese Leute an. Dank dir sind sie am Leben. Du wirst deine Belohnung gleich bekommen, aber unsere Dankbarkeit ist noch viel mehr wert. Leute, hört mir zu. Kommt her. Freunde, meine Freunde. Wir haben gekämpft und wir haben gewonnen. Alle Bedrohungen liegen jetzt hinter uns. Jeder von euch ist ein Held. Und zusammen sind wir ein wahres Bollwerk von Mut, Freundschaft und Loyalität. Dieser Ort wird unser neues Zuhause. Ein Rückzugsort für jeden, der sich unserer Bruderschaft anschließen will. Und wir müssen dem Friedhofswärter danken. Ohne ihn wäre diese Zukunft nicht möglich gewesen. Hurra! Danke! Yay! Aber das ist noch nicht alles. Ich verspreche euch, dass wir eines Tages in unsere wahre Heimat zurückkehren werden. In die Stadt! Mit Feuer und Schwert werden wir die Gerechtigkeit wiederherstellen. Wir holen uns alles zurück, was einst uns gehörte. Vielleicht noch mehr. Dies verspreche ich euch. Erinnert euch an diesen Tag und an meine Worte. Hurra! Finde Alerich. Gefunden. Wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich meine Brüder. Oh, wie sehr ich sie vermisse. Trotz allem. Blut, Frage nach Alerichs Plänen. Meister Alerich, was wirst du jetzt tun, da die Flüchtlinge nicht mehr in Gefahr sind? Das Beste, was ich jetzt tun kann, ist, mich so gut es geht von Theodoro und seinen Leuten fernzuhalten. Ich glaube nicht, dass Theodoro mir jemals vergeben wird oder dass ich mir selbst vergeben werde. Und wohin wirst du gehen? Ich werde die Wüstenhexe suchen gehen. Man sagt, sie ist eine der weisesten Frauen. Vielleicht weiß sie ja, wie man den uralten Fluch aufhält. Auch wenn meine Hoffnung schwindet. Dann kann ich dir nur viel Glück wünschen. Auch dir wünsche ich viel Glück, Wärter. Pass gut auf dich auf. Du bist ein guter Mann. Und heute hast du diese verabscheuungswürdige Welt ein wenig besser gemacht. Danke, aber ich bin mir dann nicht so sicher. Vielleicht verrät er mir heute sein Geheimnis. Warum hasst Theodoro Alerich so sehr? Du hast eine neue Technologie freigeschaltet, Perk. Beharrlichkeit. Du hast den Gefahren getrotzt und dich deinen Feinden gestellt. Und gewonnen! Dein Rückgrat ist jetzt fester und stellt mehr Energie wieder her. Ha! Huh. Nice. Aber ich verliere gerade Energie. Nee, das ist ein Plus. Sorry, hab mich verguckt. In den Energiebalken, der stetig wächst. Erzählst du mir jetzt dein Geheimnis? Nein.
erzählst du mir dein Geheimnis? Frage nach der Geschichte von Theodoro und Alerich. Ja, wir sind bei 100, also du hast keinen Grund mehr, nicht mit uns zu reden. Ich weiß, was du mich fragen willst. Ich war es, der Theodoro den größten Schmerz seines Lebens zufügte. Als führender Inquisitor war ich zuständig für den Fall seiner Eltern. Ich war der Vorsitzende des Gerichts, der Mann, der über ihr Urteil entschied. Und ich war es, der das Signal gab, das Feuer zu entzünden. Waren sie wirklich besessen von schwarzer Magie? Er versucht, sie zu verhören, doch sie waren wie wilde Tiere. Ich musste schwarze Magie einsetzen, um in ihren Verstand einzudringen. Dort fand ich nichts außer Ruin und kalter Dunkelheit. Sie hatten einander vergessen, ihren Sohn, sich selbst. Warum hast du den Ursprung dieser Tragödie, das Necronomicon, nicht zerstört, weil wir dann nicht mehr nach Hause kommen würden? Das wollte ich, aber der Rat hatte es der Universität verkauft. Der Krieg gegen die Ketzer war ganz schön kostspielig, weißt du? Denkst du, das Urteil war ein Fehler? Nein, der Tod war eine Erlösung für sie. Aber ich hätte mehr für ihr armes Waisenkind tun können. Und nun ist es zu spät. Wir standen Lady Beatrice im Weg, aber wir konnten sie nicht aufhalten. Wer weiß, welche anderen diabolischen Pläne sie noch hat. Ja, und wir sind Teil davon, das ist das Problem. Wer weiß, ob die Wüstenhexe Meister Alerich irgendetwas Nützliches erzählt oder ob er sie überhaupt findet. Der Marquis und die Flüchtlinge sind in Sicherheit, aber diese Rede war besorgniserregend. Von Rache besessen zu sein, ist niemals gut. Ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben und ich bereue nichts. Richtig so. Ich mag die permanente Energieregeneration. Das ist ziemlich cool. Okay, aber dann sind wir hier, glaube ich. Nein, wo ist der Finanzier? Er kann uns direkt mal wieder. Mit dir will ich auch gar nicht reden. Mal wieder Gold geben. Handel. Das, das und das. Dankeschön. Ist nicht ganz aufgefüllt alles, aber das macht ja nichts. Oh, wir haben ein neues Schwert bekommen. Schon wieder. Ein juwelenbesetztes Damaszener-Schwert. Ja, hervorragend. Da können wir ja jetzt gar nichts mehr mit tun. Okay, ich glaube... Wie sieht der Stahlmeißel aus? Der goldene. Wir haben zwei silberne. Haben wir keinen goldenen mehr? Haben wir den schon wieder kaputt gemacht oder haben wir den... Dabei haben wir den auch nicht. Doch, wir haben irgendwo. Ach so, wir haben ja hier noch Kisten. Stimmt, die haben wir neu. Ah, da ist ja noch Platz drin. Dann, auf geht's. Weiter damit. Und dann schauen wir mal gerade um den Friedhof. Wir brauchen, glaube ich, hauptsächlich erstmal silberne, damit wir ein paar Urnenhallen bauen können. Die Zombies da haben auch schon wieder nichts zu tun, weil Kisten voll. Können wir mal alle auseinandernehmen hier eigentlich. Die brauchen wir nicht mehr. Wenn wir jetzt noch Gräber machen, dann sind das definitiv welche mit 26. Der ist schon wieder fertig. Wir die mal gerade hier rein, alle. Und legen das Gold ab, wenn ich rausfinde, wohin. Da wäre ein bisschen was. Hier wäre ein bisschen was und der Rest ist auch hier. Dann haben wir noch einen Silberbarren.
Haben wir überhaupt schon mal Silberbarren für irgendwas gebraucht? Das sieht eher nach Stahlbarren aus, was da liegt. Silberbarren, tatsächlich. Aber Stahlbarren waren gerade in der anderen Kiste. Kann ja wenigstens ein bisschen aufräumen. Eine Stahlrüstung haben wir auch bekommen. Ja, auch die brauchen wir nicht mehr zwingend. Okay, dann nimm doch mal Dinge auseinander. Nämlich das da, das da, das da, das da. Das ist es hier. Der Rest war, glaube ich, aus Holz. Das können wir mal eben machen. So. Und dann können wir das auch direkt ablegen, wenn ich rausfinde, wo wir Platz dafür haben. Da zum Beispiel. Dann ist hier schon wieder alles voll. Wir können die Möhrchen mal neu verteilen. Aber so viele haben wir davon gar nicht. Wir haben einfach zu viel Krempel. Wir haben keinen Platz mehr für irgendwas. Das hier ist abgeschlossen. Richtig, das ist abgeschlossen. Das sind schon ein paar. 910. Und da kommt er auch schon. Hat die frischen Karotten direkt gerochen. Hier ist voll. Da ist voll. Da ist fast voll. Und da ist die Leiche. Esel lässt sonst nie Leichen hier liegen. Wie merkwürdig. Ein Zettel? Oh! Wir haben ein bisschen Arbeit bekommen. Das ist in so... Ja, du sollst die da... Ich kann die da nicht reinlegen, weil... Können wir die nicht auseinandernehmen? Nein. Die können wir nicht in die Zentrifuge schmeißen. Dann würde ich sagen, ist egal. Wir lassen die vergammeln. Den Zettel schauen wir uns gleich an. So, Zettel. Nachricht von unbekanntem Verfasser. Eine klitzekleine Bitte, mein Lieber. Diese Soldaten wollen sich nicht infizieren lassen. Injizieren lassen, so rum. Ob sie die Wahrheit kannten oder nicht, es wäre ein unnötiges Risiko gewesen, sie am Leben zu lassen. Ich werde die Leichen so schnell wie möglich los. 1000 Küsse und ich melde mich bei dir. Unsere Zusammenarbeit hat gerade erst begonnen. Ach, Dusch. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Fleiß. Jede Art von Arbeit macht dich stärker und auch böse. Du hast dich an deine dunkle Seite gewöhnt und sie lässt dich effektiver erschaffen. Das war der letzte Perk, der uns gefehlt hat, um zu 100% goldene Statuen zu machen, oder? Den haben wir jetzt freigeschaltet. Hier fehlt uns aber immer noch was. Fehlt uns auch noch was. Ich habe aber keine Ahnung, wo es das Zeug noch geben könnte. Weil gefühlt sind wir doch sehr am Ende. Hä? Wo ist denn Fleiß? Chirurgie, Meisterschaft, Kultist, Universalbeutel. Ach, da können wir vielleicht noch ein paar Beutel kaufen bei der Gerberin. Vielleicht kriegen wir da die letzten Dinge freigeschaltet. Und das ist vielleicht dann bei der Grabsteintante, bei der Totengräberin. Aber wo ist denn Fleiß? Wir können ja eigentlich mal alles freischalten. Wir haben so viele Punkte. Auch wenn ich nicht sehe, dass ich das brauche. Freischalten, dann haben wir auch keine roten mehr. Da, Fleiß! Da ist er. Okay. Das ist Sparaligkeit. Ah ja. Cool, dann haben wir jetzt für das DLC quasi zwei Perks bekommen.
Das ist ganz cool. Dich nehmen wir gleich auseinander. Wir schmeißen mal eben das da rein. Ist ein Full House. Die gammeln aber schnell hier. Gut, wir haben ein sinnvolles Hirn. Haben wir was zu essen dabei? Haben wir nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Ja, kipp mal alle. Dann hauen wir uns das eben rein. Energie ist ja gerade mehr oder weniger egal. Aber dann versuchen wir hier wieder eine Leiche draus zu machen, die wir verarbeiten können. Aus den da unten werden wir wahrscheinlich nicht so viel machen können. Aber wir gucken mal. Moment. Hirn war das, was drin bleibt. Ne? Hirn war das, was drin bleibt. Haut. Knochen kann drin bleiben. Jetzt brauchen wir kein weißes Pulver mehr. Deswegen kann der Knochen wirklich drin bleiben. Und das Hirn bleibt. So, das wird konserviert. Wir haben keine Konservierungslösungen. Das hatten wir aber, glaube ich, schon vorbereitet, oder? Lauge ist vorbereitet. Ja, alles vorbereitet. Hervorragend. Ja, hätte gerne direkt alle gemacht, aber hey. Gut, und wenn wir schon mal da sind, machen wir den Rest jetzt auch eben noch. So, und Gold haben wir nämlich auch zwischendurch quasi geschenkt bekommen. In redenden Schädel. Okay, einen Nachteil hat das Auto-Refill der. Hier. Dann müssen wir das jetzt mal gerade aus der Tasche machen. Einen Nachteil hat das Auto-Refill, nämlich es wird extrem schwierig ins Bett zu kommen und die Folge zu beenden. Aber hey, irgendwas ist ja immer. Nö, davon brauchen wir gar nichts. Dann nehmen wir Blut. Fett brauchen wir nicht. Fleisch. Ich würde mal Haut mitnehmen, einfach so nur, damit wir wieder Vorrat haben. Machen wir später. Verbrennen, machen wir auch später. Sieht's hier aus. Einfach nur weiße Innereien, die nehmen wir mit. Blut. Haut. Fleisch. Auch soweit erledigt. Und du hast gute Innereien auch. Nehmen wir so mit. Aber da ist der Erze-Push hervorragend. So. Werden sowieso alle verbrannt. Die sind alle nicht so hübsch. Die will ich alle nicht vergraben. So, ich glaube, das ist alles, was wir jetzt gerade brauchen von den Dingern hier. Der Geschwindigkeitstank ist ausgelaufen. Gut, der hat sich gerade festgefressen. Das lassen wir dann mal. Wir legen das Ding einfach ab. Und zünden es an. Geschwindigkeit. Da müssen wir auch neue von machen. Glaube ich. Heißt aber, wenn wir jetzt zu 100% goldene Statuen machen können, dann müssten wir auch zu... Ach, der ist fertig, sehr gut. Dann müssten wir auch zu 100% silberne machen können mit Silbermeißeln. Das heißt, wir können den Friedhof tatsächlich ein bisschen vorantreiben. Was wollte ich ablegen? Das da. Dann würde ich sagen, wir nutzen die Gelegenheit, dass wir gerade ein bisschen Energie haben, also quasi unendlich, und machen hier selber ein bisschen was. Da
Ich glaube, dass wir doch noch einen Ticken schneller sind als der Zombie selber. Aber dann können wir wenigstens die Energie so ein bisschen ausnutzen, bevor wir pennen gehen. So. Und das mit den Marmorstatuen müssen wir gleich mal verifizieren, ob wir die jetzt wirklich einfach am Stück produzieren können. Und die immer die Qualität bekommen, die wir wählen. Jetzt sind wir auch müde, das dürfte sich ja dann ausgleichen bis zur Hälfte. So, wenn ich jetzt so eine Figur schnitze, da bin ich wieder völlig falsch. Wenn ich jetzt so eine Figur schnitze, 100% Silber, 100% Gold. Das ist ganz cool, aber ich nutze die Gelegenheit und gehe jetzt mal eben pennen. Und morgen werden wir auf jeden Fall mal zur Taverne gehen, also zu unserer.